Hallo Community. Hier ist Hans-Joachim. Ihr habt viele Anfragen gemacht wegen den Jacken in der Mülltonne. Heute habe ich eine gekriegt, wann die weggehen, wenn die Müllabfuhr ist. Normalerweise wäre die Müllabfuhr heute gewesen, aber da wir ja hier in Niedersachsen einen Feiertag hatten, ich mach mal Licht. Weil sonst erwähnt man das schlecht. Da ist er. Da. Ist es am 3. November? Eigentlich wäre es ja heute, wäre der Feiertag nicht gewesen. Montag. Und ich habe sehr viele Sachen gekriegt und bekommen und auch sehr viele Anfragen. Ich habe auch eine Familie. Die Tochter heißt Freya. Die hat sich eine rote Jacke gekauft. Aber die geht bis über den Bauchnabel oder an den Bauchnabel. So, und dann haben die Eltern mit ihr geredet. Und ja, dann haben sie ihr eine weiße Jacke gekauft, da war der Kompromiss Taille unten. Und dann haben sie aussortiert vor ein paar Wochen oder irgendwas umgeräumt oder Wäsche reingepackt. Ja, dann war da wieder eine Jacke, die war genauso. Und das Paket habe ich bekommen, das ging eine ganze Woche, dann war der Karton nicht da, dann haben sie das umverpackt. Dann sind so einige Utensilien weggekommen, was ich damit machen soll. Und wenn sich nicht umgehen lässt, soll ich sie in die Mülltonne tun, zum Probeliegen. Und die war jetzt, glaube ich, 14 Tage, 3 Wochen. Und dann habe ich von anderen YouTube-Kollegen auch Sachen gekriegt. Die lagen schon etwas länger drin. Und dann lagen sie mal im Küchenmüll. Da habe ich noch was dazu gepackt. Und jetzt gehen wir raus, weil ich jetzt die Tonne bereitstelle. Und zeigen werde ich von den Klamotten im Moment nichts. Ich habe Corona. Ich kann im Moment auch nicht so. Corona heißt bei mir, ich habe Post-Covid. Aus Long-Covid ist Post-Covid geworden. Und Post-Covid und Long-Covid hat mit der Lunge zu tun. Und das wird noch Wochen, Monate dauern. Ich hatte bis vom 17. 8, nee, 17.9. oder no, nee, vom 19.9. bis zum 17.10. eine Woche Verlängerung zu hinten dran. Bis dahin hatte ich eine Reha, aber auf einer Herzreha in Form von, ja, die operiert worden sind am Herzen. Und die haben sich damit auch angenommen, sonst hätte ich bis jetzt immerhin noch nichts gehabt. Und mir fällt es jetzt auch zunehmend schwerer. Ich muss meinen Arbeitsplatz wechseln. Ich gehe von der Zeitarbeitsfirma weg. Das habe ich gestern durch beim Arbeitsamt. So, jetzt muss ich nur noch die Zeitarbeitsfirma anschreiben. Und dann werde ich mir hier ganz normale Arbeit suchen. Aber das kann wohl noch dauern, bis ich gesund geschrieben werde. So, wir gehen jetzt mal raus. Ich zeige euch das. Ich wohne hier an der Bundesstraße. Und der Lärm ist im Moment unerträglich. So. Da seht ihr schon. Ich habe umgeräumt. Da liegen noch ein paar Hosen drinne. So, und da ist die Jacken. Da ist auch die Hollister. So, und jetzt zeige ich euch die mal. Nur die Hollister erstmal.
Das ist die Hollister. Da hat der eine geschrieben wegen der anderen Jacke. Die habe ich hier auch. Das ist die Steht. Und ich habe in den Mülleimer Äpfel gehabt, die sind vor Auflage auf der Straße. Wir haben hier eine Apfelsaftfabrik in der Nähe. Und der Nachbar oben auf dem Berg hat seine Äpfel dran gelassen, weil, naja, zu klein. Kein Ertrag. Und die lagen dann immer bei mir vor der Tür. Da habe ich am Tag bis zu 80 Stück gehabt, die hier unten lagen. Die sind einfach über die Bundesstraße rübergerollt. So, die beiden werde ich höchstwahrscheinlich waschen. So, und jetzt Freier. Jetzt kommt deine. So. Und ich glaube, da lohnt sich das Waschen nicht mehr. Ich halte euch mal ganz kurz an. So. Ich habe nur den Reißverschluss zugemacht. Jetzt gucken wir uns die mal von hinten an. So, Freier. Da kann nur noch eins helfen. Eine schöne heiße Wäsche. Weißt du wo? Freier. Weil die werde ich bei uns in der Waschmaschine nicht mehr reintun. Hier wird die reinkommen. Das sind vom YouTube-Kollegen, von seinem Sohn und seiner Tochter. Und darunter liegen die Hosen. Die sind auch mit Apfelsaft voll. Die eine ist mit Tomatensoße voll. Die andere weiß ich gar nicht. Die eine habe ich unten reingelegt. Die andere, die oben drauf lag, die ist mit Tomatensoße voll. Die dritte hatte ich ja mit Kaffee bespritzt. Hattet ihr ja das Video. Die liegt jetzt unten drunter auf den ganzen Müll. Dann die anderen beiden Hosen. Und auf diese dreckigen Hosen habe ich dann die beiden Jacken gepackt. Und oben sind zwei Tweetshorts drauf. Und diese Schuhe sind von meiner Tochter. Das sind Adidas von Sophie. So, und jetzt mache ich die Dings zu. Aber ich bin nicht am Überlegen, ob ich die nicht mit 60 Grad wasche und Chlor bleiche. Am liebsten würde ich das ja so machen, dass Freier morgen früh sieht, wie die im Müllwagen verschwunden ist. Und das werde ich wohl auch machen. Wartet mal. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, von wem die weiße Jacke ist. Von welcher Firma? So.
So, und jetzt werde ich die Bershka mit darauf packen. Wartet mal. Bis gleich. Ist die Binden besser. Hinten ist die besser. So, jetzt ist er in der Mülltonne. So, und nachher werde ich die Tonne rausfahren. Ne? So, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch geben und naja, die beiden werde ich dann noch mal waschen und dann werden die auch wegkommen. Ne? Also bis denne, schau, schau und einen Daumen hoch. Ich zeige euch aber noch mal die Mülltonne im Ganzen. So, und die Seite werdet ihr morgen früh sehen. Ne? So. So, bis gleich erstmal. Nee, ich muss hier an der Bundesstraße nämlich aufpassen wegen des Films. So, jetzt geht er raus. Ich zeige euch weiter nichts mehr. Ich zeige euch das nochmal von vorne. Und morgen um 6:42 Uhr oder 7:30 Uhr geht sie weg.
So, jetzt muss ich jetzt zumachen. So sieht das jetzt aus. So, jetzt sind wir wieder drinnen. Und morgen früh, ja, bei uns ist es hier ein bisschen dunkel. Morgen früh um 6.42 Uhr wird sie abgeholt. Und bereitgestellt habe ich sie ja jetzt um 3:15 Uhr. Ne? Also, ihr könnt mir einen Daumen hoch geben. Ihr könnt mir Kommentare schreiben, ihr könnt mich kostenfrei abonnieren und dann werde ich sehen, wie es weitergeht, ne? Also bis dann, ciao, ciao, bis denne und immer einen Daumen hoch geben, bitte. Euer Hans-Joachim, meine liebe Community, die steht hinter mir, das weiß ich. Bis dann, ciao, ciao.